Hi, ich hätte mal eine Frage an dich, und zwar, ob du schon mal länger gefastet hast. Weil ein Punkt, den ich immer wieder gesehen habe, dass viele sehr lang fasten. Und mich würde es mal interessieren, wie es dir damit gegangen ist. Weil das, was ich beobachten konnte, bei mir selbst und auch mit den hundert von Menschen, wenn nicht sogar tausend, mit denen ich in den letzten Jahren geredet habe, war es wirklich so, dass bei den allermeisten, die da irgendwelche extrem langen Fasten gemacht haben, also über 80, 90%, die irgendwie so einen 30 Tage Wasserfasten, 40 Tage, 100 Tage Saftfasten, Plus und solche Geschichten gemacht haben, also so ganz extreme Sachen. Aber auch schon so 2, 3 Wochen Fasten, 1, 2 Wochen Wasserfasten. Das sind über 90% der Fälle. Danach dann einfach alles mit beiden Händen reingestopft wurde. Oder das Fasten dann mit, keine Ahnung, mit einem Weihnachtsbraten, Sonntagsbraten gebrochen wurde, mit Industriesachen, mit den ganz komischsten Sachen und danach wieder viel extremer diese Gelüste kamen und danach praktisch doppelt so schlecht gegessen wurde. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, ob das dich vielleicht anspricht, beziehungsweise ob du eben auch in Erwägung ziehst oder dich das interessiert, dieses Thema Fasten oder die Reinigung des Körpers, Ernährungsumstellung, wozu sich ein Fasten eben auch immer super eignet. Und das ist eben der Punkt, den ich immer wieder beobachtet habe. Und das ist so, so schade, weil gerade das Fasten ist eine unglaubliche Möglichkeit, die Ernährung da dauerhaft mal umzustellen und wirklich da chronische Krankheiten, chronische Schmerzen wieder zu reduzieren. Wieder loszuwerden dann auch letztendlich komplett. Und das ist eben der Punkt, wenn du, kannst dir zum Beispiel vorstellen, man sagt ja auch, jede Zelle vom Körper wird alle 7 Jahre erneuert. Das heißt, wenn du 7 Jahre dich anders ernährt hast, dann ist es auch nicht mehr in deinem System, dann hast du auch im Prinzip nicht mehr diese Gelüste drauf. Aber wenn du so extreme Kuren machst, ohne da vorher dir neue Ernährungsgewohnheiten zu schaffen, neue Lieblingsgerichte, neue leckere Sachen zu entdecken. So, wenn du das vorher nicht machst und dann zu extrem da reinspringst, dann haut dein Körper da alles raus und du hast wieder die Gelüste auf alles Mögliche. Das ist viel zu extrem. Da gilt es, das langsam, gezielt und schrittweise zu machen. Ein gezieltes, schrittweises Vorgehen ist da ja unabdingbar, wenn du das wirklich stetig und dauerhaft und vor allem auch mit Genuss und Freude umsetzen möchtest. Ansonsten kommst du immer wieder dahin und dann hast du wieder so ein schlechtes Gewissen und denkst dir, oh, jetzt habe ich wieder diesen Mist gegessen, den ich eigentlich ja nicht mehr essen möchte, aber die Gelüste waren so groß. Und das passiert ja aber zu 100% nach so einem extremen Fasten. Also ich würde immer von solchen extrem langen Fasten abraten, zu Beginn. Das kann man irgendwann mal machen, wenn man öfter kürzer gefastet hat. Und dann kann man auch drauf hören. Aber dieser falsche Ehrgeiz, der ist da wirklich fehl am Platz. Und es ist dann wirklich schade zu beobachten, ja, diese Fehler, die so einfach vermeidbar sind. Und es liegt mir halt wirklich einfach am Herzen, dass dir diese Fehler nicht passieren. Also, wenn du doch auch wirklich langsam und schrittweise umstellst, dann wende dich gerne an mich. Also, es ist echt, es kann wirklich so einfach mit Freude und Genuss passieren, so eine Umstellung, gerade was die Ernährung anbelangt. Und dann eben
auch das Emotionale, was damit einhergeht, weil das ist ja eigentlich nur die Ernährung, ist ja nur ein Mittel. Meist, dir wird es ja genauso gehen, du hast dich vielleicht nicht mehr wohlgefühlt und deswegen möchtest du deine Ernährung umstellen. So, wenn es dir gut gehen würde mit deiner Ernährung, dann würdest du sie ja nicht umstellen wollen. Aber die Ernährung ist ja nur ein Mittel zum Zweck, dass du da wieder ja, deinen Hobbys nachgehen kannst, dich wieder besser fühlst, mehr Energie, mehr Kraft für deinen Alltag hast, wieder die Dinge machen kannst, die dir wirklich Spaß machen, die dir wirklich Freude bereiten, wo du wirklich wieder ins Leben kannst und nicht von deinem Körper zurückgehalten wirst. So. Dass du wirklich die Dinge machen kannst, die du möchtest, hier und jetzt in deinem Leben. Und das wünsche ich dir. Und deshalb, wie gesagt, melde dich gerne, wenn das auch Thema bei dir ist. Und ansonsten hoffe ich, du hast was aus dem Video mitgenommen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis dann, ciao.